Nina's Trip. Wenn die New Generation of David Wilches mit ihrem atemberaubenden 70 Minuten Non-Stop-Programm ihr Publikum begeistern, werden so manche Frauenträume Wirklichkeit. David, Mark, Volker und Tommy, vier Männer aus Berlin mit dem Mut. The New Generation of David Wilches starten am 24. Juni ihre Österreich-Tournee in der St. Pöltener Nachtschicht. Es ist kein Geheimnis, dass in einer längeren Beziehung Männer öfter Lust auf Sex haben als Frauen. Deutung heißt Striptease, so viel wie Entkleidungsneckerei. Und entstanden ist der moderne Striptease in den Anfängen der Pionierzeit des Wilden Westens. Damals waren Frauen Mangelware und die armen Siedler mussten sich damit begnügen, dass eine Frau in einem Saloon sich langsam ausgezogen hat. In der Zwischenzeit hat sich aber eine Menge geändert und das Striptease hat sich enorm weiterentwickelt. Sie wissen, dass es heute den Striptease mit allen möglichen Variationen gibt, mit Selbstbefriedigung und Geschlechtsverkehr. Aber gleichzeitig hat sich ein ganz neuer Kult um den Strip entwickelt. Man hat wieder Freude am Strip allein und man kann ihn überall sehen, in jedem Lokal nahezu. Man kann ihn für Privatpartys bestellen und man kann es auch erlernen. Und dazu wollen wir heute mit interessanten Gästen sprechen, nämlich mit Gina. Sie ist Striplehrerin mit einer Schülerin von ihr, Waltraud, und mit Marc Diavolo. Er ist Strip-Entertainer. Das ist überhaupt auch ein ganz neuer Beruf. Herzlich willkommen. Hallo. Gina, also heute habe ich schon so viel gehört, was man alles lernen kann. Man kann auch Striptease lernen. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie lang dauert das? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ganz darauf an, wie sehr Sie das selbst perfektionieren möchten. Ich unterrichte eigentlich nur Damen für den Privatbereich, wenn wir den Mann zum Geburtstag, Polterabend oder auch wie auch immer überraschen wollen, dann kommen sie zu mir, können das erlernen und das dauert zwischen 8 und 10 Stunden in den meisten Fällen. Und die Waltraud ist gekommen und hat gesagt, ich möchte das erlernen. Für wen? Für meinen Freund. Ich habe einen ganz wunderbaren Freund und habe mir gedacht, zu seinem Geburtstag kriegt er was ganz Besonderes. Und wie lange hat es gedauert, bis Sie es gekonnt haben? Ich habe mir 10 Trainingsstunden genommen. Und was hat er dann gesagt, wie er sie gesehen hat? Naja, anfangs gar nichts. Und anschließend war er wirklich total begeistert. Und dann hat er am Schluss mit seinem süßen Hamburger Dialekt gesagt, ich bin Spitzwilumpi. Spitzwilumpi? Marc Diavolo, Spitzwilumpi werden die Frauen offenbar auch, wenn sie Ihnen zuschauen. Als Strip-Entertainer bieten Sie aber mehr als einen Strip. Strip-Entertainment ist halt, dass halt mehr geboten wird als nur Strip. Das heißt, dass die Jungs von uns Schauspielunterricht nehmen müssen, Gesangsunterricht, Tanzunterricht, um halt eine perfekte Show zu machen, dass halt nicht nur gestrippt wird. Was macht Ihnen eigentlich am meisten Spaß? Die Darstellung Ihres Körpers, immerhin eines Körpers, der vom Playgirl, Sie waren Mann des Jahres, ja. Oder dass Sie singen und tanzen? Also das meiste, was uns, also die ganze Gruppe mehr Spaß macht, ist halt die Frauen glücklich zu machen in den 70 Minuten Non-Stop-Show. Wie zeigen die Frauen, dass sie glücklich sind? Indem sie jubeln, schreien und halt auch wiederkommen zu dieser Show. Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie in so eine Show gehen und jubeln? Selbstverständlich gehe ich in solch eine Show. Ich muss ja mir auch selber immer wieder Anregungen holen, da ich ja auch Herren bei Gina Show Dance unterrichte. Nicht also es nur kommen Damen, es kommen natürlich auch Männer und da muss ja wissen, was so im Allgemeinen geboten wird. Marc, ich darf Sie bitten, dass Sie einmal den Anfang machen. Gerechtigkeit sollte sein, diesmal sind es die Männer, die die Ersten sind und auch die sich ausziehen. Meiner Meinung nach hat das schon lange gefehlt. Gott sei Dank, in der letzten Zeit passiert es oft genug. Frauen lieben nämlich Männerkörper ganz genauso, wie Männer Frauenkörper lieben. Und wir haben jetzt diese Chance live, später dann mit Ihnen beiden. Da ist er. Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever. All through the night. Sun
lights of the daytime, moonlight of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right in the air. When you kiss me, fever, when you hold me tight, fever.